Ah, okay. Ja, letztes Mal Geisterstadt gemacht. Dann bin ich ja hier hingerannt wegen dem Speichern. Ich glaube nicht, dass wir hier noch was machen müssen. Er hat ja gesagt, wir sollen zu den Nomaden. Die sind ja ganz lieb und nett und die werden uns helfen. Ich weiß ja, wo die Nomaden sind, aber damals haben sie mir nicht geholfen. Mal gucken, ob sie jetzt besser drauf sind. Bist du ein Entführer? Nee, immer noch nicht. Hat dir jemand erlaubt einzutreten? Nein, also raus mit dir. Die sind immer noch genauso komisch. Geh lieber wieder, mein Mann ist sehr eifersüchtig. Ja, das sind genau dieselben Texte, die ich schon mal gelesen habe von denen. Wer bist du? Wir sind nur arme, aber glückliche Nomaden. Was sagst du? Eine Nachricht von Mayu? Wir stehen tief in Mayus Schuld. Jeder Freund von ihm ist auch unser Freund. Du möchtest die Todeswüste durchqueren? So höre meine Worte. Geh Richtung Westen bis zu den drei Steinen. Von dort geh weiter nach Süden, bis du erneut Steine erreichst. Zieh dann nach Nordwesten. Und von den Schäden aus nach Norden. Der Ausgang ist am Riesenschädel. Wenn du meinen Anweisungen folgst, wirst du die Wüste heil durchqueren. Okay. Alles klar, let's go. Ab durch die Wüste. Taklama. Nordwesten hat er gesagt, oder? Nee. Oder hat er Nordosten gesagt? Zum Schädel? Und vom Schädel aus dann nach Norden, ne? Oh Mann. Er hat doch Nordosten, nee, nach Nordwesten hat er gesagt. Steine nach Süden. Steine nach Nordwesten, oder? Aber wo ist hier so ein Totenschädel? Sehe keinen.
Du, was? Wie? Hä? Hat überhaupt keinen Sinn. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Balkan. Oh ja, guck mal, klein Istanbul. Mit Griechenland. Was ist das? Italien? Loire. Schau, Schwester, es ist Rob Wood. Nein. Das ist nicht Rob Wood. Soll ich eigentlich die Discord-Umfrage noch machen mit Witcher Monster? Nö, musst du nicht machen. Ja. Tut mir leid, mein Bruder hat einen Fehler gemacht. Rob Wood ist ein Dieb, aber dennoch hat er ein gutes Herz. Rob Wood nimmt es von den Reichen und gibt es den Armen. Rob wurde im Schloss gefangen genommen. Ich bin sehr besorgt. Nee, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, frage ich halt immer gerne die Live-Zuschauer bei solchen Sachen, weil die halt viel mehr Anrecht darauf haben zu entscheiden, was jetzt nächstes laufen soll. Punkt. Luis ist die ganze Zeit am Trinken. Hallo, ich bin Luis Trinker. Ich trinke aus Komma. Willst du meine Geschichte hören? Du scheinst etwas auf dem Herzen zu haben. Sprich, ich werde dir zuhören. Wirklich? Du willst meine Geschichte hören? Es ist alles so furchtbar. Soll ich zuhören? Ja. Wirklich, ich werde dir zuhören. Schniff, danke. Als ich dem König die Glocke gab, zerstörte er Stockholm nicht. Nur, er ließ auch alle Bewohner töten, bis auf ein Mädchen. Ich allein bin schuld am Tod so vieler Menschen. Das war die Geschichte? Ich dachte, jetzt kommt hier voll der Roman oder sowas. Die Hermesglocke weist den Weg durch den Norfesterwald. Ich habe die Glocke von einem Mann aus Spanien erhalten. Doch dann habe ich sie dem König gegeben. Damit begann das Unheil. Okay. Oh, Goldfische. Oder Würmer. Marcel. Hallo, willst du eines meiner Gemälde kaufen? Oh, nein? Setz dich, ich hole dir etwas zu trinken. Oh, ist aber lieb von ihm. Ich bin Marcel, wie du siehst, bin ich ein Maler. Man sagt, die Kunst lebt nicht vom Brot allein. Malen bedeutet für mich leben. Ich möchte, dass die Leute dank meiner Bilder sehen, was ich sehe und fühle. Wie findest du meine Kunstwerke? Abgefahren! Ich habe nicht mal eins gesehen davon. Ich bin zwar kein Experte, aber deine Bilder sind echt groovy. Wirklich? Danke. Das ist sehr nett von dir. Lecker. Du bist der Erste, der meine Arbeit lobt. Danke für das Vertrauen. Gehst du schon? Komm wieder, wann immer du willst. Er kam mit diesen Ideen aus dem Norfesterwald zurück. Jeder, der den Norfesterwald betritt, kommt nicht mehr heraus.
Vielleicht sind die Gerüchte wahr, dass dort Geister herumspuken. Auf Westerwald? Das ist der Wald nördlich von hier. Willst du da etwa hin? Geh lieber nicht. Ich habe gehört, dass dort Geister hausen. Im Nordwesterwald wohnt der Teufel, so sagt man. So sagt man. Was geht? Meine Oma war vor langer Zeit eine Dienerin der Königin. Sie erzählte uns tolle Geschichten aus dem Königshaus. Möchtest du mit Mutter sprechen? Sie ist nur schwer zu verstehen. Hey Omi, was geht? Alles klar bei dir? Was er getan hat, ist schrecklich. Eine wahre Tragödie. Die Erinnerungen zu verdrängen, heißt weiterleben zu können. All diese Unschuldigen, keine Gnade. Redete von dem Typen, wo er mir erst seine Geschichte nicht erzählen wollte, weil die ja so lang ist. Und dann war die mit zwei Textboxen fertig. Eines Tages wird das Volk dieses Land regieren. Um dieses Ziel zu erreichen, studiere ich Tag und Nacht. Ist er noch mehr los? Unter uns, der König, hier ist ein absoluter Tyrann. Warum der König diese Verantwortung erlassen hat, weiß ich auch nicht. Wahr oder nicht, ich hoffe, Sie hören mit dem Feiern auf. Der Alltag ist sowieso schon hart genug. Du armer Teufel, hast doch nicht vor, die Prinzessin zu heiraten. Haha, erspar dir das, du wirst dich nur schrecklich blamieren. Rob Wood, der skrupellose Dieb, wurde endlich verhaftet. Wer die Prinzessin wieder zum Sprechen bringt, darf sie heiraten. Bewerber möchten sich bitte bei König Olaf melden. Oh, ein Croissant. Sind wir jetzt hier in Frankreich? Magst du ein frisches Croissant? Nur 10 Taler pro Stück. Okay. Wow, das sieht lecker aus. Ich nehme eins. Lass es dir schmecken. Dir scheint es ja zu schmecken. Ich hoffe, man kann es essen. Es ist nämlich schon älter. Mhm. Big. Na, sowas. Betteln und Hausieren ist hier unerwünscht. Nee. Nettie führt Kleidung für Blaublütige, nicht für den Pöbel. Du wirst unsere Kreationen nie tragen, bestimmt nicht. Nettie ist hysterisch und nörglerisch, aber sie zahlt gut. Wir werden nähen, sticken und weben, wie die Ameisen. Ich will Mode machen, die man bezahlen kann. Kleidung, die jeder gerne trägt. Nee, Nettie. Was ist denn MME? Punkt. Madame? Soll Madame sein? Madame? Genau. Nettie entwirft Kleidung für den König und die Prinzessin. Ihre Näherinnen haben die ganze Arbeit für sie erledigt. Du bist eine der Näherinnen. Mary, das Mädchen, das da vorne näht, sie ist ein echtes Talent. Ihre Kreationen sind genauso gut wie die von Nettie.
Kellerei. Ich habe viele Weine, doch der König nimmt sie mir alle weg. Ich möchte gern jeden Wein anbieten, aber das geht leider nicht. Der König ist also ein Säufer. Okay. Ich heiße Heinz. Ich beobachte die Entwicklung der Städte. Der König hat für diese Stadt sehr strenge Gesetze erlassen. Hier wird sich nichts ändern, solange man diese Politik betreibt. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 0%. Nice. Willkommen in Luciens Hotel. Wein für unseren Gast. Wir bieten dir exotische Musik und heiße Tänze. Klingt so, als wenn das bald unsere Stadt wird. Vielleicht. Wir lassen uns überraschen. Dieser Service ist allerdings nicht gerade billig. Im Ganzen macht das 1 Million Taler. Bezahlt wird im Vorraum. Wie? Was? Du belebst zu scherzen, oder? So viel Geld habe ich nicht bei mir. Was ist los mit dir? Unsere Preise sind doch wirklich toll. Du kannst Schulden auch abarbeiten. Los, bezahle. Ich habe mitgehört. Hast du deine Hände im Spiel? Du kennst ja meine Warnung. Denke zuerst nach, bevor du es bereust. Oh, stimmt nicht. Das ist unser Spezialservice. Dies ist eine neue Idee. Erst erschrecken und dann der tolle Service. Interessant. Ich werde diese Art von Werbung dem Volke nahelegen. Lady Fida, bitte, bitte. Danke. Diese dumme Sache tut mir wirklich leid. Aber nicht jeder hier ist so. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Seltsam. Ich habe das Gefühl, als hätte ich dich schon einmal gesehen. Wenn du Melina heiraten willst, dann begib dich morgen zu ihr. Hat der gerade da echt runtergekotzt, Alter. What? Gut, es tut mir leid. Du kannst bleiben, solange du willst. Ich will meinen Kopf nicht an Lady Fida verlieren. Besser ist doch. Die Dame mit dem Schwert ist Lady Fida. Sie bewacht die Prinzessin. Sie ist eine Frau, führt das Schwert aber wie ein Mann. Also ein echtes Mannsweib. Alles klar. Was ist? Bleibst du? Dann geh in das rechte Zimmer. Und wer randaliert, der fliegt raus. Rechts, hat er gesagt. Weil links ist schon ein Hund. Aha. Okay. Sah gerade so aus, als wenn ich hier wegteleportiert bin. Wer bist du denn? Mein bestes Rezept ist der Schlaftrunk, bekannt auf der ganzen Welt. Ich suchte im Mooswald nach Zutaten, fand aber keinen Pilz. Sie wachsen in dieser Saison nur spärlich. Ich mache sowas nicht aus freien Stücken. Mein Boss sagt mir, was ich zu tun habe.
Denke nicht, dass ich wirklich böse bin. Wenn du bleiben möchtest, wende dich an die Dame am Empfang. Ist das jetzt ein Sidequest mit dem Pilz? Orakel. Die Sterne kennen deine Zukunft. Höre zu. Hüte dich vor Hunden und finde das pfeifende Glück. Suche im Wald. Also noch kryptischer geht's nicht, wa? Willkommen beim Magier. Was ist denn das? Ich glaube, den haben wir noch nicht. Gelber Ring. Ach, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal kurz gucken. Ob wir den schon haben. Ne, den haben wir schon, ne? Ja, Blitzring haben wir schon. Sonnenring. Und Atomring. Yeah. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Ja, genau. Den haben wir doch schon. Der ist neu. Plus 7. Also Bronze geschmiedet haben wir schon. Draht in dunkler Nacht haben wir auch. Schlägt Wölfe in die Flucht. Der ist neu. Die Bekleidung der Soldaten. Nee, brauchen wir nicht. Kriegen wir eh gleich. Was ist das? Zoll. Hier gibt's Zoll? Hinter dem Zoll befindet sich ein Land, das sich Spanien nennt. Ich hörte, die Burg wurde von grausamen Unholden überfallen. Wo willst du denn hin? Ohne Erlaubnis kannst du nicht passieren. Oh, ich brauche den Passierschein A38. Verdammt. Den kriege ich doch so schlecht hier. Ach guck mal, hier ist ja hier Schweden, Norwegen und so was, wa? Skandinavien, genau. Norfeste. Ist das der Wald, wo ich hin wollte? Oh, das Schauen ist okay, ne? Kann man machen. Schatztruhe. Ha! Kettenhemd. Hab ich's nicht gesagt, kriegen wir eh gleich. Silberspeer. War das der, den ich gekauft habe? Ja, ne? Rennen die damit vielleicht Werwölfe? Erschaut Wölfe? Wert Flüche ab.
Die Bekleidung des Soldaten. Ist aber sehr ungenau, ne? Die Map. Muss ich nicht jetzt hier unten sein? Laut der Map? Bin nur hier reingegangen und dann. So, was haben wir denn? Plus 22, plus 22. Also habe ich eigentlich 58 und 54. Bin gelähmt. Hat sich nur wie lange, wa? Sagen, also wenn ich die Karte richtig gesehen habe, ist doch hier auch was. Verstärkung naht. Cool. Ark wurde verseucht. Boah, echt jetzt. Wehrt Flüche ab. Schützt vor Feuer. Habe ich auch irgendwas gegen. Lässt kein Gift durchdringen. Melina webte diese Weste. Schutz vor Vergiftungen schon? Lässt kein Gift durchdringen. Ein Gegengift habe ich ja nur, oder? Benutzen wir das erstmal. Okay, da oben geht's weiter. Oh, warte mal. Warte mal, ist das so ein Zauberwald? Wo man den richtigen Weg laufen muss, damit man da durchkommt? Oh, ist ein anderer Weg. Dann vielleicht rechts lang. Ja, so wie wir am Eingang. Hör da mal auf, immer rauszuschlittern, Mensch. Also hoch. Schon mal richtig.
nochmal hoch. Und sagen nein. Oh, wie lange der Text manchmal dasteht. Nein, lass mich raus. Kann man gut leveln, glaube ich. Okay. Keine Ahnung, wie du mich da getroffen hast, aber. Nee, ich glaube, das kann ich hier vergessen. Wenn ich nicht den richtigen Weg weiß, wird das, glaube ich, nichts. Oh, da ist ein Häuschen. Molly. Ich weiß alles über den Wald. Die Leute nennen mich Molly. Westlich liegt der Norwesterwald. Östlich liegt der Mooswald. Ich weiß alles über den Wald. Die Leute nennen mich Molly. Ja, schön, dass du alles weißt. Aber sagen tust du auch nichts. Außer wo die Locations sind. Okay, irgendwo soll hier noch was sein, oder? Moos. Wir haben den Moos gefunden. Oh, da liegt doch was, oder? Sieht wie aus wie von der Map, ey. Ark erhält Steinpilz. Ja, mal weiter. Dann machen wir drum da. Kiste. Götterknolle, das ist doch die 150er, oder? Ah, dann gehen wir nochmal zurück, ne? Der wollte doch einen Pilz haben, der eine Typ. Ja, wir sollen ja auch noch zur Burg. Sollen wir auch noch. Magst du Blumen? Ich darf erst nach Hause gehen, wenn sie verkauft sind. Ein stummes Mädel und einen Pinguin kannst du damit glücklich machen. Sie kosten 5 Taler. Ich kaufe. Alles klar, ich kaufe eine. Ark erhält Orchidee. Danke, aber ich kann immer noch nicht nach Hause gehen. Wie wäre es mit einer weiteren Blume? Ich kaufe. Ja, ich kaufe eine. Noch eine Orchidee. Aber ich kann immer noch nicht nach Hause. Wie wäre es mit einer weiteren Blume? Okay. Wie Blume hat die denn? Ich kann leider nicht mehr tragen. Ich bin vollgepackt. Das ist wirklich schade.
Echt jetzt? Vom Mädchen in Leure erworben. Dann kann man bestimmt noch was machen. Mein bestes Rezept ist der Schlaftrunk. Ja. Mooswald. Ah, guck mal. Falls du einen Steinpilz findest, sag Bescheid. Denk daran. Falls du einen Steinpilz findest, ja, hab ich doch. Oh mein Gott, dieser Steinpilz! Ich selbst konnte bisher noch keinen finden. Willst du mir den Steinpilz vielleicht überlassen? Ja, für 500 Gold erlasse ich ihn dir. Natürlich werde ich dir etwas anderes dafür geben. Pilz abtreten. Natürlich kannst du ihn haben. Ich bin doch nett. Ah, gib den Steinpilz weiter. Apotheke. Aha. Danke, das wird allen schlaflosen ruhigen Nächten bescheren. Zum Dank braue ich dir einen tollen Schlaftrunk. Da die Zubereitung Zeit in Anspruch nimmt, komm doch später wieder. Okay. Da, wo könnte man nochmal speichern? Hier oben beim Innen, ne? Auf zum Schloss. Stimmt, da waren wir noch gar nicht drin. EG. Ich bin auf Wache. Na, aber die halten da keine Wache. Da kann ja jeder Arsch reinkommen. Der König nutzt es aus, dass die Prinzessin nicht sprechen kann. Vorsichtig, wenn das der König hört, lässt er Gulasch aus dir machen. Niemand weiß, wer der zukünftige Mann der Prinzessin sein wird. Glaubst du also, der König würde seine Krone einem Fremden vererben? Ich meine, es muss etwas passieren. Ich denke nur logisch. Psst. Was zu essen? Nur mehr zu essen. Bitte? Oh nein, ich habe nichts Schlechtes über den König gesagt. Besser ist auch so. Du gefällst mir. Sei mein... Vergiss die Prinzessin. Sie ist nicht die Tochter des Königs, sondern nur eine Waise. In diesem Topf koche ich das Essen für alle Schlossbewohner. Ja. Okay. Habt ihr hier irgendwas im Lager, was ich plündern kann? Ein Kristall habt ihr. Den nehme ich doch gerne mit. Ja, dann checken wir mal die andere Seite ab. Quartier. Die Prinzessin stammt aus Storkholm, einem Dorf im Nordwesterwald. Ich glaube, der König ließ das ganze Dorf zerstören. Was ist denn das bitteschön für ein König?
Hey, soll ich dir von meinen Heldentaten erzählen? Nun, ich fing den Halunken Rob Wood. Ich überraschte ihn, als er sich in das Zimmer des Königs schlich. Siehst du die Narbe auf meiner Stirn? Sie stammt von diesem Kampf. Rob Wood? Er ist sicher tief unten im Kerker eingesperrt. Ja, dann müssen wir bestimmt befreien, wa? Dann gehen wir mal runter. Erster Stock. Aber ich wollte doch runter, nicht hoch. Du bist auch ein Kandidat. Hier entlang. Ja, okay. Du bist auch ein Hochzeitskandidat? Eigentlich... Ich wollte mich nur mal umschauen, wie eine Prinzessin aus der Nähe aussieht. Du wagst es? Verschwinde, du hast hier nichts zu suchen. Okay. Wollt doch nur mal kicken, Mann. Okay, was ist denn hier denn? Oh, was ist das? Aus dem Spiegel oder sowas, aber kann ich nichts machen. Welche goldenen Figuren? Noch mehr Spiegel? Hey, wir sind im zweiten Stock. Wo gehst du hin? Hier sind die Zimmer des Königs und der Prinzessin. Gib dir keine Mühe, sie lassen dich nicht herein. Drinne. Oder auch nicht. Okay, jetzt einfach hier so Copy-Paste, ne? Leute, die wie dich wollen wir hier nicht sehen. Okay. War ja immer ein Versuch wert, ne? Hier ist noch eine Öffnung. Bücherei. Gibt da einen Akkuschrauber? Auf dem Tisch? Bibliothekar, was willst du? Tolle Bibliothek. Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen. Junge, du beweist guten Geschmack. Ach, nur so, ich habe mich verlaufen. Wirklich? Ab nach Hause. Ist das die Bibel? Ein Alien Blaster, ja. Würde ich mitnehmen? Das ist ein Gästezimmer. Das Zimmer, in dem sich die möglichen Bräutigame vorstellen, ist oben. Gästezimmer, ja. Vor einiger Zeit übernachtete hier ein hübscher Mann mit langem Haar. Der König sprach lange mit ihm. Er sah aus wie ein Prinz. Ach, ich nicht, oder was? Ja, ich bin ein Hochzeitskandidat, genauso. Sag mal, ist die Prinzessin eine hübsche Maus? Natürlich, sei still. Warte im rechten Zimmer, bis man dich ruft. Blödi, das ist das linke Zimmer. Du weißt doch, wo rechts ist, oder? Ja, natürlich. Wollte trotzdem gucken, ob du aufpasst. Wenn ich der Mann der Prinzessin werde, habe ich ausgesorgt. Wenn... Ich verliere nie, wenn es hart auf hart kommt. Ho, 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 ho. Seid ihr Drillinge?
Ist die Prinzessin hübsch? Ich hoffe es. Hey, Kleiner, du willst der Gemahl der Prinzessin werden? Hübsch. Junge, hör mir mal gut zu. Du bist weder stark, noch klug, noch gut aussehend. Keine Chance. Bitte? Du meinst also, du bist perfekt? Genau. Schau nicht so böse, es steht dir einfach nicht. Ich bin Roy. Die Prinzessin ist mir egal, aber ich liebe ihr Geld. Gegen mich bist du chancenlos, Hosenmatz. Was ist denn ein Hosenmatz? Ich habe noch nie gehört. Hosenmatz. Hey! Mit den goldenen Haaren hast du gute Chancen. Du bist der Erste, der sich der Prinzessin vorstellt. Tritt ein. Ja, Roy, jetzt pass mal auf, wie ich jetzt hier diesen Laden rocken werde. Na dann, gib mal dein Bestes. Obwohl es umsonst sein wird. Pass auf, Keule, pass auf. Benimm dich, du stehst vor König und Prinzessin. Mit. Forum. Seine königliche Majestät, der König, benimm dich. Der König, benimm dich? Oh, komischer Name. Mache zuerst dem König und Prinzessin Melina deine Aufwartung. Hallo König, benimm dich. Wie geht es Ihnen? Willkommen, der Diener erklärt dir die Regeln. Ich hoffe auf dich, für die Prinzessin und auf unser Land. Mache zuerst dem König und dann Prinzessin den... Okay, habe ich gemacht. Da bist du. Ja, die Prinzessin ist zu bemitleiden. Hilf ihr, wenn du kannst. Prinzessin Melina? Sie sieht aus wie die Melina, die ich kannte. Sogar der Name ist gleich. Was geht hier vor? Was? Sie ignoriert mich. Himmel! Nicht wie meine Melina. Ja, würde ich sagen, habe ich es wohl verkackt. Ja, dann gehe ich mal wieder, ne? Viel Spaß, Roy. Hey, dann gib mal dein Bestes. Also irgendwie ist die Geschichte jetzt nicht weitergegangen, oder? Hat er denn den Schlaftrunk schon fertig? Der hat ja schon wieder ein Croissant. Möchtest du ein frisches Croissant? Geht jetzt nicht, danke. Komm wieder, wenn du hungrig bist. Hat der seinen Schlaftrunk hier gemacht? Der Schlaftrunk ist noch nicht fertig. Es dauert noch ein wenig. Was soll ich denn machen, dass der fertig wird?
Ja, Spanien komme ich jetzt auch noch nicht. Was habe ich verpasst? Eigentlich muss ich wieder zurück. Sie vielleicht schlafen, damit der Schlaftrunk fertig wird? Von wegen meine Nacht drüber pennen, weißt du? Wäre zumindest eine Idee. Moinsen, Star Fox Painter. Ja, mal speichern. Der Schlaftrunk ist noch nicht fertig. Es dauert noch ein wenig. Was soll ich denn machen, damit er fertig wird? Immer noch schlappe 0%. Und der erzählt mir bestimmt noch nichts Neues, außer dass der Wald am besten ist und das Moosding aus. Nee, war das erst oben, ne? Rechts hatte ich schon mal ausprobiert, ne? Keine Verstärkung in sich. Was ist denn nochmal oben? Nochmal oben war auch falsch. Und links war auch falsch.